So, willkommen zu einer weiteren Folge Let's Play Fallout 3 mit Redlet am Mikro. Ich hatte zwischenzeitlich was da hinten. Ich sehe was, das ist so eine fette Obstfliege. Wo ist die jetzt? Jetzt habe ich extra meinen dicken Prügel rausgeholt hier, das Siegesgewehr, um ihr eins über den Scheitel zu ziehen und um ihr den Scheitel nachzuziehen. Und dann verpisst sie sich. Das ist doch die Stelle, wo wir in der letzten Folge aufgehört haben, ne? Das müsste die sein, weil ich habe jetzt wieder eine Zeit lang nicht aufgenommen, 2, 3 Tage. Und habe zwischenzeitlich Fallout 4 getestet, habe eine Testaufnahme gemacht und so. Und habe überlegt, ob ich das vielleicht noch parallel irgendwie mitlaufen lasse oder so. Aber ich weiß nicht. Da bin ich noch ein bisschen unschlüssig. Eieiei. Hier war ich noch nicht, ne? Waren hier schon Leute? Ich weiß nicht, ne? Sehr gut. Das sieht mächtig gefährlich aus. Hier mit diesen Lackierpistolen können wir übrigens unsere Pfeilpistole reparieren. Das nur so als Info am Rande für all diejenigen, die das vielleicht noch nicht wissen. Doch, hier waren wir schon. Doch, 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 doch. Aber wir haben das nicht entschärfen können, aus irgendwelchen Gründen. Ach hier. Ich war jetzt irritiert. Pipe-Riffel. Die sind aber nicht geplündert. Wieso sind die nicht geplündert, Leute? Kann mir irgendjemand sagen, wieso die nicht geplündert sind? Halt hier ist noch was. Das verstehe ich jetzt aber nicht. Oder bin ich falsch? Habe ich da was verwechselt jetzt? Dass ich ein falsches Savegame geladen habe. Naja, wir werden es sehen. Also laut meiner Einschätzung müsste das das letzte gewesen sein. Warum bin ich denn eigentlich so arschlangsam? Weil wir irgendwas anhaben, ne? Eine Power-Rüstung? Ich bin irritiert. Ich muss jetzt mal gucken, Leute. Es hilft nichts. Power-Rüstung. Ich bin verwirrt. Es tut mir leid. Ich weiß nicht mehr, wo ich war. Weil ich habe jetzt einfach so ein bisschen ein paar Stündchen nebenbei Fallout 4 gespielt. So 3 Stündchen oder so. Und dann lösche ich auch ganz viel wieder aus meinem Hirn. Ich lösche es einfach raus, weil sonst wird das einfach zu viel Kram, weil ich sehr viel lese und sehr viele andere Sachen medial mache und mich eigentlich weniger so aufs Gameplay konzentriere, sondern das ist einfach so ein hübscher Ausgleich auch, ne? So, nix wie raus hier. Wieso habe ich diese Rüstung an? Ich muss da jetzt nochmal gucken. Die habe ich irgendjemand abgenommen, ne? Bewegung minus 1 Strahl. Stärke plus 1. Naja. Ich würde die gerne loswerden. An der Stelle. Ich muss mal kurz was nachschauen, Leute. Es hilft nicht. Es tut mir so leid. Es tut mir leid, dass hier Statistik, ob ich überhaupt das richtige Safe Game geladen habe. Level 13. Doch, doch. Das sieht mir sehr nach richtigen Safe Game aus. Wir werden uns an der Stelle, ich gehe nochmal gucken, wo wir waren, kartentechnisch. Irgendwo hier in der Pampa. Das ist natürlich doof. Wir gehen nochmal in diese Richtung, damit wir zumindest irgendeine Kartenmarkierung bekommen, weil hier ist keine Kartenmarkierung, nix. Dass ich sozusagen mich wieder zurückbeamen kann, ne? Darum geht es mir so ein bisschen. Deswegen mache ich das jetzt. Also wackel ich mal hier durch. Ich bin durstig. Hunger habe ich auch schon wieder richtig, richtig super heftig. Das da, Buch lesen, kann ich nicht lesen. Das da, noch so ein. So, das müsste erstmal reichen. Oh, und wir sollten uns auch mal desinfizieren. Wir sind nämlich schon wieder brutal verseucht. Aber ich trinke noch eine Cola, was soll's. Und ich hätte gerne hier so eine Hardware. Hoffentlich werde ich nicht abhängig. Wieso hat er eigentlich das nicht markiert? Das wundert mich so ein bisschen. Ich muss ja nochmal auf der Karte gucken. Doch, das ist die Metrostation da hinten. Und hier. Total verspult.
Ich hätte das hier irgendwie markiert. Diese Stelle. An diesen Steinbruch, wo es so geheimnisvoll ist. Da ist nämlich was. Mal sehen. Aber ich glaube, da muss ich ganz nah ran, um das überhaupt markieren zu können. Wenn ich mich richtig entsinne. Das ist eigentlich doof. Das will ich eigentlich nicht. Mal sehen, wie man aus der Nummer rauskommt. Der hat mich schon entdeckt. Ja, warum? Weil die Rüstung kacke ist. Die ist so schwer. So. Das ist nichts, Leute. Können wir das Ding ausziehen? Was wiege ich denn? Ach, hier oben kann ich das sehen. 91. Wenn ich die jetzt rausschmeiße, die Rüstung. Einfach mal ausziehen, ne? Nee, nicht ausziehen. Ich müsste sie ablegen. Item, Kleidung, Power-Rüstung. 95. Power-Rüstung. Jetzt habe ich gar nichts an. Ah! Was habe ich denn jetzt gemacht? So, jetzt kann er uns nicht mehr sehen. Viel besser. Viel besser als diese blöde Power-Rüstung. Man kann sie ja später wieder einsacken. Da kommt der nächste Kasperkopf. Kasperkopf schießen? Boing, den haben wir gleich weggeföhnt. Hast du nicht gesehen? So. Ich liebe diese Pfeilpistole. Was mache ich denn jetzt damit? Wir können die hier liegen lassen. Und sammeln die später ein. Ich meine, die müsste ja nicht verloren gehen, ne? Das wäre auch eine Option. Weil ich gehe hier wieder zurück. Das auf alle Fälle. Aber ich habe Angst, dass ich es wirklich vergesse. Was mache ich denn jetzt? Waren die schon hier hinten? Moment. Moment, Moment, Moment. Es hilft nichts. Karte. Nee. Wisst ihr was? Wir vergessen die Power-Rüstung einfach. Wir vergessen die Power-Rüstung. Ich gehe hier nochmal gucken. Ich würde am liebsten alles gleich sofort machen. Also einmal hier hinten diese Geschichte, weil da ein paar wichtige Punkte sind. Und das hier ist eigentlich auch sehr wichtig. Und ich überlege gerade so ein bisschen, welche Reihenfolge am sinnvollsten ist. Da kreisen schon wieder die Geier. Hitten, hitten ist gut. Da ist ein Supermutant, ein Super-Duper-Mutant. Bei diesem Mission hier, also diesen Steinbruch oder was das da ist, das dauert ein bisschen länger, bis ich da alle Kasperkörper weggeplatzt habe. Und bis der Supermutant da auch weg ist. Der super riesige, ne? Also ein B-Mount oder wie der heißt. Der Superfatzke, schlechthin. Das Oberarschloch vom Dienst. Viel Muskeln, wenig Hirn. Der da halt, ne? So, das Mägdelein. Der haben wir gleich eine Spritze verpasst. Ich bin Bill Gates. So, sehr schön. Oh, was ist das denn? Wer fliegt denn da? Durchs Bild? Kritischer Schleichangriff. Der braucht schon nichts mehr. Der kippt schon aus dem Latschen, bevor ihn der Pfeil trifft. Ja. Sehr schön. Fand ich sehr schön. So, hier ist auch noch einer. Rücken zu mir. 73%. Sehr gut. Mach's gut. 73% und nicht einmal getroffen. Bist du deppert? Ich liebe diese Pistole, weil sie absolut leise ist. Wirklich absolut leise und tödlich. Also sie macht die Gegner bewegungsunfähig. So ziemlich. Vergiftet sie nachträglich noch so ein bisschen. Das funktioniert schon sehr gut, ne? Ja, das dürfte treffen, ja. Sehr schön. Der lautlose Tod.
Da ist noch ein Kasper Gopp. Schwer zu treffen. 31% ist wenig. Klappt nicht, ne? Gehen zu viele Pfeile drauf. Wenn er so schnell läuft, dann treffe ich ihn auch nicht mehr. Und hier drin sitzt der, die super Arschgeige, wenn man so will. Naja, okay, gehen wir da mal runter. Weißt du, es nützt ja nichts. Ich meine, ich muss ja irgendwann mal machen. Ja, endlich. Halleluja. Dogmeat schaut von oben zu. Das war's. Der ist vergiftet. Aber den Bursche hier, den werde ich von da nicht treffen. Das müssen wir anders machen. Wir könnten mal einen Versuch starten. Wir können uns zum Beispiel hinten annähern. Das wäre eine Möglichkeit, ne? Von da. Ah, hier hinten ist auch noch was. Nee, Leute, pass mal auf. Man kann natürlich auch wie nach alter Rambo-Manier hier durchrennen, wie bekloppt. Das kann man auch machen, mache ich aber nicht. Ich bin so ein Schleichcharakter. Mit unendlich viel Geduld. Ich mag das total. Und dann kritische Schleichangriffe und sowas. So, das ein bisschen einziehen lassen. Und dann rotze ich ihn damit weg. Ja, ist schon sehr, sehr langsam geworden durch diese Lähmung. Ach, halt doch die Fresse. Hohoho, jetzt mal nicht so viel geraucht. Was denn? Wo denn? Wer denn? Ach da. Das ist ja lächerlich. Dann müssen wir mal den schweren Prügel rausholen. Wieso kann denn der da durchschießen? Soll das ein Witz sein? Nee, das ist hier jemand. Den habe ich gar nicht kommen hören. Aber das Spiel bescheißt auch da ein bisschen. Plötzlich stehen die hinter dir, du weißt gar nicht, wie dir geschieht. Dem müssen wir gleich eine verblätten, bevor er sich verstecken kann. So. Ja, ich mag diese Schleichmissionen, mag ich sehr. Und auf den Kasper Kopf müssen wir ein bisschen aufpassen da. Auf den ganz fetten. Hinter dem E-Zaun. So, der ist sowieso schon gelähmt. Lass noch ein bisschen einziehen lassen. Doch. Mal sehen. Also ich mache diesen fetten Behemount lieber aus der Entfernung platt. Da habe ich nicht so einen Stress, aber es dauert halt. Ne? Das zieht sich halt tierisch in die Länge. Dumm gelaufen für dich. Da ist noch einer. Nee, das ist nur noch der Hund. Achtung, Achtung, jetzt geht's rund. Erst die Missile anschaut, dann der Hund. Schmutziges Wasser habe ich jetzt mitgenommen, das wollte ich gar nicht. Rocket, Splittermine mal 2, ein dickes Büchlein, falls man sich langweilt. Das können wir irgendwie alles mitnehmen, das ist auch sehr hübsch. Das ist wahrscheinlich bloß Kleingeld, Papiergeld. Ne, da ist noch schmutziges Wasser dabei. Da habe ich jetzt nicht so Lust drauf, auf das schmutzige Wasser. Nee. Ui, da sind aber jede Menge Drogen drin. Was ist das denn? Wahrnehmung. Oh, das ist interessant. Feuerresistenz und so weiter. Brennstoff, Buffout nehme ich mich. Ich nehme nicht alles mit hier. Das ist mir ein bisschen zu deppert. Heroin, Chat,
eine Krücke. Das MDMA nehme ich mal mit. Meta-Amphetamine. Whisky. Katzen würden Whisky saufen. So. Hier nochmal geguckt. Habe ich den schon geplündert? Nee, ne? Dachte ich mir schon. So, sehr schön. Was haben Sie denn Hübsches noch im Kühlschrank? Vielleicht ein Bierchen für mich. Ein Bierchen könnte ich auch mal trinken. Also nur in-game. Aber ich fahre halt noch Rad, da trinke ich garantiert kein Bierchen. Ich warte aber erst so ein bisschen das Wetter ab. So, Gebimmel. Einmal Schrott. Schrotpatrone. Ein Bümpel. Ach, wisst ihr was? Moment, was haben wir für ein Büchlein bekommen? Items, sonst nie Hilfe. Ich glaube, das ist das hier. Nee, das kann ich nicht lesen. Ja, ja, ja. Wenn ich es nicht entdecke, konnte ich ja auch nicht lesen. Aufbereitetes Wasser können wir mal trinken. Das noch essen, dann wären wir ein bisschen leichter. Diese praktischen, 30 praktische Rezepte für den Flammenwerfer, das nützt uns auch nichts, weil wir einen leichten Charakter haben. Und dunkel wird es auch schon wieder. War da ein Bett? War da eigentlich ein Bett? Oh. Boah, ich könnte ja theoretisch hier drin pennen, ne? Das wäre doch eine Option, wenn wir das machen. Da war ein Bett. Da, wo der Flammenwerfer schon lag. Ja, Quatsch. Rocket-Dingsbums. Das wäre natürlich auch ein Ding, ne? Missile Launcher rausholen und den Fetten mit Missile Launcher bearbeiten. Aber ich bin zu schwer. Ach, wisst ihr was? Ich hau mich jetzt einfach mal hier hin. So 12 Stunden. Kenne ich gar nichts. Sehr schön. So, meinen Tee habe ich schon abgekocht fürs Radfahren. Ich mache da immer so einen speziellen Tee. Spätestens 8 Uhr. Der besteht aus Fenchel, aus Hagebutte, aus Pfefferminz. Hagebutte ist zum Beispiel entzündungshemmend. Wenn ich jetzt so längere Touren fahre. Also betrifft natürlich auch innere Entzündungen, die man zwangsläufig hat, sofern der Körper längere Zeit belastet wird. Dann ergeben sie einfach Entzündungen. Deswegen nehmen viele Profis dann natürlich Cortison und diesen ganzen Kladderadatsch, der damit zusammenhängt. Irgendwo ist was, ne? Aber da kann man so ein bisschen prophylaktisch entgegenwirken. Das klingt jetzt zwar naiv, ne, wenn man da so denkt, das hilft nicht, das hilft sehr wohl. Das habe ich über Jahre hinweg, habe ich verschiedene Dinge ausprobiert. Und deswegen kommt heute nur noch von mir, bei mir in die Radflasche ein spezieller Tee. Und da ist Ingwer auch noch drin. Also Fenchel ist zum Beispiel sehr gut, weil er hilft, den Schleim in der Lunge abzulösen. Da bekommt man einfach besser Luft. Ist so. Man bekommt im Allgemeinen besser Luft und man kann den Schleim schneller loswerden. Schadet also nicht. Huch, was ist das denn? Und da kommt bei mir noch Vitamin C rein. Hochdosiert Vitamin C. Ist auch noch drin. So, das können wir auch machen mit Minenarbeiten. Das wäre vielleicht eine Option. Ich nehme alle mit. Was soll's? Also auf diesen fetten Brocken hier, da müssen wir tierisch aufpassen. Der ist gleich hier um die Ecke, ne? Ich weiß gar nicht mehr, ob der ausgebrochen ist, der Fatzke, oder ob die den freigelassen haben. Da hinten ist auch noch was. Seht ihr das? Mal sehen. Irgendwer von diesen Kasperköpfen hier kann den freilassen. Wie machen wir das jetzt?
Wenn der ausbricht, haben wir echt ein Problem. Aber ich habe schon mal die Kartenmarkierung. Toll, ne? Finde ich super, super. Sagen doch die Typen immer hier, ne? Bevor wir ihnen den Arsch aufgerissen haben. Da ist er. Ach, halt doch die Kasperkorb-Babben. Nein. Sehr schön. Gefallener Bruder. Tja, immer auf dem Gestreuten laufen, kann ich da nur sagen. Wo ist er denn jetzt? Ausgerechnet hier zwischen den blöden Giftfässern. Ich weiß, das ist die falsche Waffe. Ging aber nochmal gut. Hoffentlich hat er nicht den fetten Typen rausgelassen. Nee, hat er nicht. Tja, wie machen wir das jetzt? Docken wir halt die Gusche. 10 mm haben wir auch sehr viel, ne? Ich habe doch auch eine automatische Waffe. Zing-Tong, hast du nicht gesehen? Hier. Silent Submachine Gun. Das gefällt mir von da überhaupt nicht. Wie mache ich denn das jetzt? Ich hätte den halt ganz gerne weggepustet, bevor wir irgendwie weitere Schritte unternehmen. Da muss ich mal gucken, ob wir hier das geht. Dass wir das vielleicht von hier oben irgendwie machen. Da können wir den auch noch ein bisschen looten hier, den Kasperkorb. Die haben alle nur diese 10 mm dabei, ne? Jetzt lasst mich mal hier was gucken. Ich hab einen Plan. Nee, nicht Pfeilpistole. Wir haben doch auch hier so eine Granatenpistole. Oder haben wir die noch gar nicht? Bobomb? FN? Nee. Grenade Pistol? Sowas haben wir nicht. Keine Granatenpistole. Hätte ich jetzt eigentlich gehofft. Das wäre auch eine Option, ne? Dass wir ihn sowas hier auf die Mütze hauen. Mich würde mal interessieren, wenn man ihn mit diesem Abwehrmittelstick schlägt, ob er dann, ob sie ihm dann auch einen Schädel zerhaut. Das würde mich wirklich mal interessieren. Probieren wir mal sowas. Haben wir ihn getroffen? Bisschen. Aber wir machen halt kaum Schaden, ne? Ich weiß nicht, wie man den sonst platt machen kann. Also ich habe ihn immer mit der Pfeilpistole... Uch, der kommt doch raus. Das ist natürlich doof. Aber er ist schon mal auf die Gusche gefallen. Das ist gut. So, jetzt heißt es lähmen. Also Leute, das kann sich wirklich in die Länge ziehen. Linkes Bein verkrüppelt. Also er ist schon mal langsam geworden dadurch, ne? Das ist schon mal Fakt. Der hat ihn rausgelassen, glaube ich. Wo komme ich jetzt nicht hin? Wo kommen denn die plötzlich her? Ich habe halt nicht alle weggeputzt. Besser ist es, erst alle wegzuputzen. Keine Ahnung, wie wir den wirkungsvoll irgendwie wegmachen können. Weil der macht den Hund sofort platt. Das ist überhaupt kein Problem. Wir können mal versuchen, ein Buffer-Out oder sowas zu nehmen. Hilfe. Psycho. Buffer-Out. Soll ich halt abhängig werden? Ist mir egal. Aber es dauert halt nicht so lang. Da machen wir aber so ein bisschen mehr Schaden und es dauert nicht allzu lange. Moment. Das hilft auf alle Fälle hier. Aber
wahnsinnig viele Schüsse, ne? Hätte ich gerne mal hier sowas. Nein! Was mache ich denn da jetzt? Hier, so eine Waffe. Das bringt ihn auch zu Fall hier. Da haben wir aber auch nicht allzu viele. Muss mal kurz nachschauen. Siegesgewehr, Splittergranate da. Ah, das dauert immer, bis der da mal die Granate wirft. Also was sehr gut funktioniert, ist die Pfeilpistole. Das funktioniert relativ gut. Und hat alles, was ihn auch so ein bisschen zu Fall bringt. Minen wahrscheinlich. Aber er hat schon so ein paar Probleme, ne? Also der zieht schon das Bein nach. Ich mache einfach mal alles so ein bisschen weg. Sehen, was wir hier noch so haben. Vielleicht das Automatisches. Es tut mir so leid, aber da müssen wir jetzt irgendwie durch. Mal sehen. Wir haben ja ein hübsches Waffenarsenal, ne? Wir können auch mal hier mit dem Ding mal draufhalten. Der bewegt sich gar nicht, ne? Hier, kritisch. So ein paar Magazine können wir abfeuern. Naja, drei Stück hau ich drauf. Das war kritisch. Ein paar Pfeile. Der hat da ein Problem, ne? Entweder er sieht uns nicht. Jetzt hat er, glaube ich, irgendeinen Plan gefasst. Moment, wohin des Wegs, Kamerad? Du kleine Arschgeige. Das war auf alle Fälle ein kritischer Angriff. Es nützt schon was, ne? Also so ein bisschen zieht es ihn schon die Beine weg. Der Hund, der macht auch noch ein bisschen was. Hier dann nochmal das da. Dass der Schaden nicht allzu groß ist. An den Kopf komme ich leider nicht hin. Es tut mir leid. So, sehr schön. Ja, dann nehme ich halt nochmal hier diese Waffe. Da kommt er nochmal. Einmal kommt er noch. Ich denke, noch zwei, drei Pfeile, dann braucht er nichts mehr. Der ist zu sehr vergiftet auch. Das Schöne ist, er ist groß genug, damit man ihn trifft. So, mal sehen. Hier vielleicht nochmal Revolvergewehr. Er hält schon was aus, ne? Ah, jetzt hat es in die Schädeldecke weggezogen. Aber sehr schön. Dann gucken wir doch mal, wie viel Gehirn der jetzt überhaupt hatte. Naja. Naja. Es ist schon ein bisschen zurückgebildet. 33 Kronkorken, das ist alles. Was für ein Fleischberg. So, sehr schön. Das hat Spaß gemacht. Wenn es auch immer sehr anstrengend ist. Ich finde das immer sehr anstrengend, den wegzumachen. So, hier ist noch jemand. Okay, also dann würde ich sagen, gucken wir mal hier rein. Das strahlt schon wieder. Ich hasse Strahlung. Wo ist der Hund?
gleich wegmachen. Der war schnell, ne? Das finde ich immer das Blödeste. Scheiße, echt. Ich hasse es. Okay, der erste ist weg. Sehr schön. Einer lebt, glaube ich, noch. Nee. Ich habe keine Actionpunkte mehr gehabt, ne? Das ist ein bisschen doof. Und Actionpunkte ist sehr, sehr doof. Was ist das da? Schmutziges Wasser. Nö, das könnt ihr selber saufen. Hoch. Wo ist denn das beknackte Radio? Hier muss es doch irgendwo sein. Naja, egal. Automatisch knacken. Was schon mal sehr cool ist, dass wir weitgehend alles aufbekommen. Kühlschrank. Was uns jetzt auch so ein bisschen geholfen hat, das war Buffout und Psycho, ne? Da läuft Windows drauf, habt ihr gesehen? Ja, Billy Boy tut sich schwer dieser Tage. Nehme ich. Radio Enklave. Fallobst Marmelade. Halt jetzt noch ein Safe. Ist ja cool. Automatisch knacken. Kronkorken, Energiezelle, Laserpistol, nö. Ich nehme auch die Nudeln hier mit und die haue ich mir gleich rein. Nudeln ist N, F, G. Siehst du hier Nudeln? Ja, eine Cola vielleicht noch hinterher. Dann wird man auch so ein bisschen leichter. Hier ist ja wirklich jedes Dingsbums irgendwie abgeschlossen. Jede Milchkanne ist abgeschlossen. Aufbereitetes Wasser. Eieiei. So, ui, jetzt habe ich noch 5 Minen mitgenommen. Ob das so klug war? So. Naja, dann habe ich. Hast du Minen in der Tasche? Hast du immer was zu Nasche? So. Mal gucken, wie wir jetzt am blödsten hier hochwackeln. Ich würde sagen, so. Wo geht's denn hier hin? Achso. Evergreens, hast du nicht gesehen, Bar. Da ist jemand. Ich muss mal sehen, dass ich die Minen da hinten auf der Taste 8 wegnehme. Das hat gesessen. Wo geht das? Dogmeat, guter Junge. Hat er den Blechmann in, oder hat er den Mann in der Blechhose ruckzuck irgendwie niedergemacht? Das ging ja ratzfatz. Zum Teufel. Ach, die scheiß Radio. Das ist für mich so, als höre ich hier Klaus Kleber. Das geht auch nicht. Halt. Jetzt ist aber mal genug mit den Nudeln. Sehr schön. Da sind noch welche. Eieiei. Nee, nee. Scheiße. Das Blöde ist, man kann die Animation nicht mehr abbrechen. Wir machen Päuschen und sehen uns in der nächsten Folge. Ich sehe nämlich gerade, die ist zu Ende.